Moin, mein Name ist Alvo. 2 Wochen sind vergangen, seitdem ich das letzte Video rausgebracht habe. Und jetzt bin ich endlich mal wieder im Wald. Wir sind auf einer kleinen Bushcraft-Tour unterwegs. Ich habe auch was Kleines zum Kochen mit dabei. Wir gucken uns ein bisschen Ausrüstung an. Und wenn du darauf Bock hast, dann bleib da einfach dran. Ja, auf meinem Kanal kam in den letzten 2 Wochen nicht so viel. Auch auf allen anderen Social-Media-Kanälen im Endeffekt kam gar nichts. Vielleicht mal ein bisschen was auf Instagram. Oder ich hatte mal ein bisschen nebenbei Zeit, bei Facebook reinzugucken. Das liegt einfach daran, dass ich im Moment ja kaum Zeit hatte. Und jetzt habe ich endlich mal wieder ein bisschen ja, Zeit freigeschaufelt und kann auch mal wieder auf eine ordentliche Bushcraft-Tour gehen. Der Winter hat Einzug gehalten. Ja, beziehungsweise noch nicht so richtig Winter, ist ja so ein bisschen die Übergangszeit. Aber wir haben richtigen Herbst Ende Oktober jetzt mal gekriegt. Man glaubt es kaum. Ja, irgendwie scheint der Klimawandel von wem auch immer verursacht auf jeden Fall da zu sein. Weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass das so spät erst war mit dem Herbst. Also wir hatten ja wirklich bis Mitte Oktober hier auch oben im Norden nochmal 26 Grad teilweise. Das ist schon heftig. Und jetzt haben wir 7 Grad am Tag und minus 2 Grad in der Nacht. Finde ich gut, denn Bushcraft macht im Winter einfach, finde ich, mehr Spaß. Ja? Die Luft ist sauberer, es ist irgendwie friedlicher, es sind weniger Menschen unterwegs. Ne? Man sucht ja auch ein bisschen die Erholung im Wald alleine oder halt höchstens mal so 2 zu 3 oder so. Und dann ist es einfach angenehmer, wenn nicht überall Leute rumlaufen, wie es halt im Hochsommer schon ein bisschen eher der Fall ist. Ich habe mir bei meiner letzten kleinen Tour, die ich nicht gefilmt habe, tatsächlich ein paar kleine neue Plätze rausgesucht. Ich habe immer noch keinen perfekten, optimalen Platz für ein Bushcraft-Camp gesucht, aber ich weiß auch nicht, ob ich im Winter ein Bushcraft-Camp aufbauen möchte. Wenn ich jetzt den perfekten Platz finden würde, dann würde ich natürlich anfangen. Aber mir reichen erstmal so die Plätze, die ich gefunden habe, wo wir ein bisschen entspannt ja, schnacken, schnitzen, kochen. Ja, ein bisschen was trinken, in die Hängematte legen, einfach die Natur genießen können. Und ja, da bin ich jetzt hin unterwegs und dann sehen wir uns gleich wieder. Meine lieben Freunde, ja, ich lege mich erstmal ein bisschen in die Hängematte, um auch den Stress einfach ein bisschen abzuschütteln, ja, das Grün zu genießen vom Wald, die Ruhe auch ein bisschen, auch wenn ab und zu natürlich ja, ein Flugzeug drüber fliegt, aber das kann man leider in Deutschland überhaupt nicht mehr vermeiden, dass man das ab und zu hört. Und dann würde ich sagen, dann kochen wir gleich erstmal zusammen, weil ich habe schon richtig Hunger. Ja, was gibt es denn überhaupt zu essen und zu trinken? Ja, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe keine richtige Ablagefläche, weil ich habe natürlich keinen Tisch mit dabei. Ich habe das jetzt irgendwie so ein bisschen in die Hängematte, auf die Isomatte gepackt. Ich hoffe, ihr könnt das halbwegs gut sehen. Wir gehen das mal ganz kurz durch. Wir haben Wasser dabei. Dann einmal eine kleine Deckel, den man auch als kleine Bratpfanne benutzen kann. Einfach einen ganz stinknormalen Steckgaskartuchen, Campingkocher. Ja. Dann wieder meine kleine Edelstahltasse mit ein Blatt Minze aus eigenem Anbau mit dabei, 2 Hagebuttentee, dann habe ich hier 3 scharfe Chorizo
und ein bisschen selbstgemachte Geheimzutat. Wer sich dafür interessiert, ja, wie man so Apfelwein ein bisschen selber machen kann, ja, ich habe jetzt sehr hochprozentigen gemacht. Ich würde euch empfehlen, ein bisschen weniger zu machen, weil der Geschmack besser erhalten bleibt. Der kann gerne mal auf meinem Zweitkanal vorbeigucken. Da habe ich schon das erste Video raus. Es kommen noch zwei weitere Videos, in denen ich noch ein bisschen weiter erkläre, wie man das so einfach macht. Ja, total für Anfänger. Ja, erwartet da keine super High-End-Super-Erklärung, aber ich habe damit Wein gemacht. Ja, genau so, wie ich es euch in dem Video erzähle. Und es funktioniert. Es gibt auch tatsächlich einen Grund, warum so wenig Videos die letzten zwei Wochen gekommen sind, beziehungsweise gar keine Videos die letzten zwei Wochen gekommen sind. Der erste von zwei Gründen, den seht ihr jetzt für euch aus gesehen hier rechts oben. Ich habe nämlich einen Motorsägenschein gemacht, sodass ich halt im privaten und im ehrenamtlichen Bereich völlig legal eine Motorsäge benutzen, kaufen, führen darf und so weiter und so fort. Ja, das ist an sich auch schon so erlaubt, aber man hatte dann nochmal extra für die Berufsgenossenschaft eine Ausbildung, eine Sicherheitsausbildung vor allen Dingen in Kleidung und natürlich auch in Wartung, also wie man seine Motorsäge vielleicht noch ein bisschen länger am Leben erhält und so weiter und so fort. Der zweite Punkt ist, dass ich einen neuen Job angetreten bin, wie sagt man das? Also ich habe auf jeden Fall einen neuen Vollzeitjob, um ein bisschen Geld im Endeffekt ranzuschaffen. Ist ein cooler Job, der macht mir auch Spaß. Ich möchte euch hier an der Stelle noch nicht erzählen, was das für ein Job ist, weil ich arbeite jetzt bei einem Outdoor-Hersteller-Verkäufer im Endeffekt und ich muss noch gucken, wie das alles rechtlich ist, ob ich dann überhaupt was von denen noch vorstelle, weil das ja theoretisch rechtlich gesehen Rechtskonflikt sein könnte. Ich weiß es nicht genau, also ich muss mir da noch ein bisschen juristisches Blabla aneignen, bevor ich genau weiß, was dann Sache ist und dann erzähle ich es euch irgendwann. So, schlau wie ich bin, habe ich keinen Tarn mitgenommen. Das Wetter zieht sich ordentlich zu. Ich hoffe mal, es bleibt bei dem kleinen Nieselregen, der von den Bäumen aufgehalten wird. Und jetzt kochen wir erstmal einfach eine Runde. Ja, ich habe schon mega Hunger und ich freue mich auch irgendwie drauf. Es wird schon langsam deutlich kälter, muss man sagen. Und was ist mit am besten, wenn es ordentlich kalt ist? Natürlich ein kleiner Tee mit ein bisschen Geheimzutat. Ja? Also bereiten wir schon mal den Tee vor. Während die Würstchen noch gerade am Braten sind, können wir direkt danach draufstellen. Dann geht das ordentlich schnell. Ich habe da übrigens kein Fett zugetan, ne? Das sind nur die Würste von sich aus, weil Chorizo-Würste sind schon ordentlich fettig, aber Fett ist Geschmacksträger, so ist es halt. Ne? Ich lasse mir die jetzt schmecken und setze gleich schon mal das Teewasser auf. Dann dauert es nicht lange, dann kann ich auch meinen leckeren Tee genießen. Ja? Wir haben heute Hagebuttentee mitgenommen, ich habe wieder Krustenkarnis mit dabei und aus eigenem Anbau von der Küchenfensterbank ein Minzeblatt mitgenommen. Ich dachte, vielleicht kann das einfach mal den Geschmack noch ein bisschen aufpeppen. Es ist auf jeden Fall geil, da ranzugehen, so ein bisschen auf den Blättern zu drücken und dann dran zu riechen. Kann ich nur jedem empfehlen. Ja, so eine Minzepflanze kostet auch nicht viel, gibt es mittlerweile bei Aldi. Einfach top. Und dann lassen wir uns das jetzt gut gehen. Thank you.
Ja, das war echt lecker. Also einfacher, aber trotzdem irgendwie befriedigender geht's kaum. Und ich bin gerade tatsächlich nochmal weggeschlummert in der Hängematte, ja, obwohl wir nur um die 0 Grad haben. Aber das war dann einfach gerade nach dem Essen so entspannt. Und bin ich einfach eine Runde liegen geblieben. Ja, wird auch schon langsam spät. Aber so muss Entspannung vom Stress von Stadt und so einfach. So muss es einfach funktionieren. Einmal wollte ich noch ganz kurz mit dir über das Thema Bushcraft Camp reden. Ja, ich habe diesen Wald hier jetzt mittlerweile, also ich würde sagen, komplett durchforstet alles. Ja. Ich hatte jetzt auch genug Zeit. Ich habe echt geile Plätze gefunden. Ich habe 2 Plätze gefunden, an denen ich mir vorstellen könnte, ein Bushcraft Camp aufzubauen. Also falls sich das interessiert, bleib einfach dran. Vielleicht kommt dann in nächster Zeit was. Ich muss halt ein bisschen gucken, wie das mit dem Winter jetzt ist. Ja, hier ist noch alles grün, es wird erst langsam orange. Das heißt, ich habe theoretisch noch genug Zeit. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt mit der Arbeit und so weiter und so fort hinkriege. Ansonsten kommt es halt erst nächstes Jahr dann zur Sommerzeit, wenn es praktischer ist. Ich muss mal gucken, aber 2 Plätze funktionieren. Aber auch die Plätze machen mich nicht vollends glücklich, muss ich sagen. Also das ist immer noch so ein bisschen eine Sache. Man kann da schon was Gutes bauen. Ich habe mir auch schon ungefähr so einen groben Skizzenplan gemacht, der im Kopf entworfen, was ich so gerne hätte. Unter anderem natürlich einen Hängemattenplatz und solche Geschichten. Da schauen wir dann mal. Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Deshalb baue ich jetzt langsam ab. Ist auch kurz vor dunkel und gehe mal eine Runde nach Hause. Ja, und dann machen wir noch eine kleine Wanderung. Und dann ist das Video leider auch schon also vorbei. Alles gepackt, kann wieder losgehen. Mein Freund, das war es leider schon mit dem Video. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch einfach ein Like da. Abonniere mich hier unten auf dem kleinen Button. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos. Einfach mal durchklicken. Und ansonsten sage ich tschüss, tschüss, bis zu den nächsten Videos.